Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Ravensberg. Ja, ich sitze hier im Deutz, ne, wie ihr seht, und habe schon den ersten Anhänger mit Ballen verladen. Und ja, ich habe das Ballenwickeln übersprungen. Das habe ich offline gemacht, ja. Ich fand's jetzt. Also, ich finde das Wickeln, was das so an sich angeht, irgendwie denn doch ein bisschen langweiliger. Hätte ich eine Presswickelkombi, wäre ein bisschen anders gewesen, aber so, naja. Ich denke mal, ist auch nicht so schlimm. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt ist es wieder weg. Ja, wir gucken mal einfach, wie weit wir heute kommen. In dieser Folge. Den Rest mache ich dann, denke ich mal, auf jeden Fall offline. Fertig. Denke ich mal. Sage ich jetzt mal so. So. Kennen wir uns aus. Hier waren wir ja schon mal. Blinkergang gleich anbleiben. Du siehst, hier war ja auch. Hier können wir ja auch Gülle holen. Das müssen wir auch nochmal gucken. Ob das günstiger ist wie mein Gülle-Dingsbums oder ob das teurer ist. Ne? Dann kaufe ich ja Gülle zu. Aber wenn das Ding hier Gülle, günstiger ist, dann. Ne? Wozu soll ich denn, sollte ich denn noch. Ne? Gut, 27% sind schon mal fertig. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Düngeaufträge, aber vielleicht mache ich das dann auch offline. Vielleicht werde ich ja nochmal irgendwie ansehen oder so. Ah, ich muss mal gucken, ne? Weil uns fehlt ja noch ein bisschen Geld. Und ja. Wie gesagt, wenn wir noch ein bisschen Düngeaufträge mähen, möchte ich jetzt nicht dauernd zu. Auch wenn das doch relativ viel Geld bringt immer, habe ich da eigentlich auch nicht so viel Lust drauf, dauernd zu mähen, mähen, mähen. Wenn, dann mache ich das, mache ich vielleicht offline noch ein paar Düngeraufträge oder vielleicht sehen wir nochmal an als Auftrag so. Mal schauen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Auftrag minus den Maschinen bringt. Ja, ich glaube, so bringt er 34. Ich glaube, also so zwischen 32.000 und 33.000 kriegen wir, denke ich mal, doch für den Auftrag. Und wie gesagt, das bringt uns dann doch schon ein bisschen näher, ne, an unsere 300.000. So ungefähr, plus minus. Ich denke mal, ich werde so oder so nicht darum kommen, mir noch einen kleinen Kredit aufzunehmen. Ja, wir schauen einfach mal. Da unten ist unser Feld. Das ist auch. Ach süß, das müssen wir auch noch machen. Wir müssen Felder ja auch noch einmal rauf da. Wir müssen ja noch Pflanzenschutz ausbringen und Düngen eventuell auch noch. Ah ne, Düngen hatten wir ja gemacht, aber Pflanzenschutz müsste ich noch ausbringen. Pflanzenschutz müsste ich aber noch ausbringen. Das müsste ich wohl nochmal machen. Gespannt, wie oft ich hier jetzt noch fahren muss.
Dass wir das heute oder dass wir das in dieser Folge nicht schaffen, das ist mir auf jeden Fall bewusst, aber mal gucken, ne? Wie weit wir denn kommen. Vielleicht werden wir auch noch mal so eine Kress-Wickel-Kombi investieren für solche Aufträge. Ich denke mal, wird sich das doch eventuell doch lohnen, ne? Ich weiß noch nicht, aber das auch erst später, später. Vielleicht aber auch mal. Wie gesagt, wenn ich mir hier so den Hang angucke, hier kollern mir die Ballen bis sonst wohin. Obwohl, wenn ich mir die Fastbill kaufen, ich glaube, der legt die doch auf die Seite, oder? Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht, nee. Ich glaube, das hat er nicht gemacht. Ach, muss man mal gucken, ne? Ich bin da jetzt auch nicht mehr so. Guck mal, wie viel hatten wir jetzt denn? 27. Müsste ich ungefähr, ja, knapp 4 Touren fahren, ne? So, 2 Ballen gehen noch ruf. Auch noch ein paar Ballen hier, ne? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also ein paar sind es noch, ne? Wie gesagt, das geht sich heute auf jeden Fall nicht mehr aus. Schöne Auffahrt hier, ne? Schöner Feldweg, muss ich sagen. Ich kann da keinen sehen. Du auch nicht. Also geben wir mal Gas. So. Ja, hier wird später unsere Wiese, ne? Die werden wir uns ja kaufen. Kommt ja später den Ackergras rauf. Ich will hier rum. Wow, Kollege, was war das denn bitte von dir, ne? Nee, 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 nee. Immer diese Sonntagsfahrer hier. Hätte auch rumfahren können. Hatte vielleicht Angst gehabt. Ist mir trotzdem reingefahren.
kann mal ein kleines bisschen mal so ein bisschen ausholen. Oh, nur ein bisschen ausholen, nicht gleich auf den Bordstein fahren. So. 27 hatten wir eben. Da müssten wir ja jetzt ungefähr 54 haben, ne? Ungefähr noch zweimal, ne? Zusammenklappen immer so lange dauert. Auf jeden Fall ist die Fahrt etwas länger als die letzten Auftrag mit Ballen machen. Hatten wir ja auf der 40, die war ja gleich gegenüber, sag ich mal, sozusagen. Auf jeden Fall war es ein Stück dichter dran, ne? Das lobe ich mir noch. Fahren wir eigentlich ja hier unten rauf, ne? Bisschen Suche fahren hier, ne? Die Feldwege sind ja nicht gerade die besten. Aber wie gesagt, ein paar Mal muss ich noch fahren, auf jeden Fall. Das bringt sie all nichts, ne? Und dann mal gucken, wie viel Ballen denn überbleiben. Die stellen wir uns dann wieder am Hof erstmal. Wie gesagt, ich kriege eigentlich dafür kein, nicht wirklich Geld, ne? Mal gucken. Was kriegen wir denn für Silage? 106 Euro. Zu BGA kann ich nichts bringen. Da kriege ich keine Kohle raus, weil die BGA nicht mir gehört. Aber wie gesagt, rein rechnerisch wird die BGA sich jetzt gerade in diesem Moment noch nicht lohnen. Dann müssten wir... Oder dann müsste ich auf jeden Fall mehr Silage machen. Damit sich das auch lohnt. Dann müsste die BGA auch wirklich gut befüttert werden. Wir müssen fast täglich hier so ein voller Anhänger mit Silage kommen oder mit Ballen, beziehungsweise müsste das denn halt regelmäßig befeuert werden mit der mit einem Radlader oder so, dann halt auch, ne? Weil ich mit meiner kleinen Schaufel, ich würde mich ja dumm und dämlich schaufeln, ne? Zwei Silos waren da auch, müssten dann auch bis oben hin voll sein und dann, ne? Guti, ja, ich werde dann hier noch ein bisschen weitermachen.
Ich werde das offline fertig machen. Ja, ich denke mal, ich werde das offline fertig machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Ja, mal gucken, was wir da so machen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.